Willkommen bei Drucker Channel. Refill Workshop für die HP Tintenpatronen Nummer 940, die in den HP OfficeJet Pros Platz finden. Für den Refill benötigen Sie eine Original HP 940er Patrone, hier die schwarze XL Patrone, pigmentierte Tinte, verwenden Sie nur hochwertige Markentinte, ein scharfes Messer zum Öffnen der Patrone, so ein Werkzeug, eine normale Schraube erfüllt aber auch seinen Zweck. Sie brauchen das Werkzeug zum Entfernen des Gummipfropfens, der die Patrone verschließt. Eine Kanüle, einen Spritzenkolben und ein paar Plastik- oder Latexhandschuhe. Außerdem eine Heißklebepistole. Im ersten Schritt öffnen Sie die Patrone. Dazu entfernen Sie diesen unteren Teil. Der wird nur von diesen zwei Aufklebern gehalten. Ritzen Sie die beiden Aufkleber ein. Wenn die Aufkleber auf beiden Seiten angeritzt sind, können Sie diesen unteren Teil der Patrone entfernen. Der enthält außerdem den Smart Chip, den man hier gut erkennen kann. Der Chip ist für die Füllstandskontrolle nötig, der nach dem Refill aber nicht mehr funktionieren wird. Entfernen Sie jetzt den unteren Teil der Patrone. Sie sehen den Gummibalk, der von einer Pumpstation im Drucker eingedrückt wird, damit Tinte in Richtung Tintenauslassöffnung fließt. An dieser Stelle befindet sich die Tintenrefillöffnung. Sie ist mit einer Gummikugel verschlossen, die Sie mit dem Schraubenwerkzeug entfernen. Drehen Sie dazu die Schraube vorsichtig in die Gummikugel und ziehen Sie sie heraus. Bekommen Sie die Kugel unbeschadet heraus, können Sie sie wiederverwenden. Wenn sie defekt ist, wie hier in diesem Fall, werfen Sie sie weg und kleben Sie die Einfüllöffnung später einfach mit einer Heißklebepistole zu. Füllen Sie im nächsten Schritt Tinte in die Patrone. Dazu benötigen Sie den Spritzenkolben, die Kanüle und die Tinte. In einer neuen XL Schwarzpatrone Nummer 940 sind 69 ml Tinte enthalten. In den Farbpatronen jeweils 28 ml. In den Patronen befindet sich die Tinte in einem dünnen Folienbeutel. Achten Sie also besonders darauf, den Beutel nicht mit der Nadel zu beschädigen. Ist der Folienbeutel verletzt, würde Tinte auslaufen. Drücken Sie die Tinte langsam in die Patrone, damit sich der Folienbeutel entfalten kann. Beobachten Sie immer die Tinteneinfüllöffnung, damit dort die Tinte nicht plötzlich herausspritzt, wenn die Patrone voll ist. In den Spritzenkolben passen 10 ml. Man wird es aber nicht schaffen, die vollen 69 ml in die Patrone zu füllen. Zum einen, weil in der Patrone noch Resttinten enthalten sind, und zum zweiten, weil sich der Folienbeutel nicht voll entfalten lässt. Lassen Sie sich beim Befüllen Zeit. Spritzen Sie die Tinte langsam ein und immer beobachten, was da oben passiert. An der Einlassöffnung sieht man nun die Tinte ansteigen. Warten Sie ein paar Sekunden, bis sich die Tinte senkt und spritzen Sie dann weiter Tinte in die Patrone. Die Patrone ist nun voll. Nützlich sind auch solche Küchenpapiertücher, mit denen Sie Tintentropfen schnell aufnehmen können.
Die Spritze benötigen Sie später nochmals. Die Tinte benötigen Sie nicht mehr. Säubern Sie die Tinteneinfüllöffnung von Tintenresten, damit Patrone und Drucker sauber bleiben. Wenn die Gummikugel, wie hier bei mir, beim Entfernen kaputt gegangen ist, verschließen Sie die Patrone mit einer Heißklebepistole. Damit ist die Patrone verschlossen. Den Plastikstöpsel von der Heißklebepistole bekommen Sie für den nächsten Riefel relativ einfach wieder aus der Einfüllöffnung. In dieser Pumpenkammer befindet sich eventuell Luft, die man unbedingt absaugen muss. Dazu verwenden Sie die Spritze mit Nadel und ziehen die Luft über die Tintenauslassöffnung heraus. Spritze einstecken und Luft absaugen, bis Tinte kommt. Jetzt befindet sich Tinte in der Kammer, damit die Patrone fehlerfrei funktioniert. Damit ist die Patrone fertig befüllt. Stecken Sie zum Schluss die Kappe wieder auf die Patrone. Sie rastet von selber ein. Sie benötigen also keinen Klebestreifen, um die Kappe zu befestigen. Sie hält von selber. Achten Sie peinlich genau darauf, dass die Patrone dicht ist. Es darf keine Tinte auslaufen. Stecken Sie nun die Patrone wieder in den Drucker. Weil die Füllstandskontrolle nicht mehr funktionieren wird und die Patrone auf keinen Fall ganz leer gedruckt werden darf, ist es nötig, dass Sie die Patrone regelmäßig wieder befüllen. Der Chip der Patrone lässt sich nicht resetten. Nach diesem Verfahren können Sie auch die drei Farbpatronen, also Cyan, Magenta und Gelb, befüllen. Achten Sie darauf, dass hier weniger Tinte reinpasst. Im Auslieferungszustand sind 28 ml drin.